im Brüderstübchen. So, herzlich willkommen zu unserem Podcast im Brüderstübchen. Hallo. Alle mal winken. Wir sagen auf jeden Fall nicht, in welcher Folge wir gerade sind. Es könnte sein, dass es die dritte, die vierte, die fünfte Folge ist. Irgendeine Sonderfolge die könnte Leute das wissen's, ja jetzt sein. Die Leute wissen es, wir nicht. Die sind schlauer als wir. Wir wissen es jetzt nicht. Ja, also, jetzt gerade wir nicht. Haben vor, irgendwie jetzt so spontan so eine Folge hier mal aufzunehmen. Welche das ist, ist jetzt auch egal. Wir sind eben beim Fußballspielen gewesen, wir drei, in einer Soccerhalle und waren schön in der Verlierermannschaft. Und haben uns im Auto so ein bisschen über verschiedene Fußballcharaktere so ein bisschen unterhalten. Und da ist sind uns einige Sachen so ein bisschen aufgefallen. Jetzt gebe ich den Ball mal weiter hier. Welche gibt es denn? Welche Charaktere gibt es genau, denn? Welche? Passt zu mir. Ja, du wolltest ja, den Ball weiter. Ja, passe ich zu dir. Okay. Hier. Wirklich mit der Hand, Paul? Wir sind beim Fußball. Okay, also. Also wir sprechen nach Fußball auch noch über ein anderes Thema. Ja, wir haben auf noch ein jeden anderes Fall. Thema mitgebracht. Das machen wir kurz. Haben also, wir? Ja, wir haben ein anderes Thema. Wir sprechen Thema über unsere Routinen, was für Routinen wir so in unserem Alltag haben. Was ist denn immer gleich? Wir sind eigentlich keine Menschen, wo immer alles gleich sein muss. Wir sind schnell gelangweilt von gleichen Dingen. Aber trotzdem, glaube ich, hat hier und da schon jeder so seine Dinge, die gleich also sein morgens müssen. Zum Beispiel aufwachen. Jeder krass. Hat so seine eigenen Ideen für diese Folge. Das wäre schon ne? crazy. Jo. Ja. Eine krasse Routine. Aber weil wir vom Fußball kommen, kurz mal, da laufen verschiedene Typen auf dem Feld rum. Ja, welche also, gibt es denn so? Ja, warte mal, wollen wir über Typen sprechen? Oder ich sage allgemein, ich glaube, beim Fußball ist extrem wichtig, ich beobachte das immer wieder, die Moral im Team hat sehr viel damit zu tun, ob man gewinnt oder nicht. Mhm. Und bestimmte Spieler ziehen oft Moral runter. Und ich beobachte immer wieder, dass wenn bestimmte Spieler in diesem Team sind, weiß ich mehr oder weniger, da steht die Chance schwierig, ziemlich hoch, dass man verlieren wird. Obwohl man vielleicht als Team, also so spielerisch, höchstwahrscheinlich besser ist. Mhm. Aber das ein sehr großer Faktor ist. Also der im Endeffekt ganz oft ausschlaggebend ist. So. Ja. Und dann, glaube ich, versuche ich zum Beispiel, ne, wir sprachen jetzt von Spielertypen, da irgendwie entgegenzuwirken oder sowas, klappt immer so semi. Heute haben wir trotzdem verloren am Ende, irgendwie 8 Punkte oder mit sowas. Guter Laune verloren. Ja, genau, war super. Einer der Ticks, die ich habe, war super. Ein Wort, das ich gerne verwende. Okay, also, ich passe mal zu dir. Was für Typen gibt, keine Ahnung. Es gibt ja auch die Stillen, ne? Einfach so, die machen einfach ihr Ding. Die sagen nie was, egal ob gute oder schlechte Laune. Mhm. Die machen einfach ihr Ding. Versuchen ihre Tore zu schießen. Ich versuche auch, ähnlich wie du, immer die Stimmung so hoch zu halten. So jetzt bitte nicht negativ werden oder so. Immer so schön positiv bleiben. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute zu schnell aufgeben. Die spielen, Mann, ja, das war jetzt ein Gegentor, aber los, jetzt Gegenpressing, jetzt ja, nicht ja, aufgeben. Mal, ja. Auf geht's. Mhm. Weißt du? Gleich vorne stehen bleiben, nicht zurücklaufen, Kopf hängen lassen. Ja. Ja. So, komm, motiviert weiter. Ja. Herr Daniel, wie schätzt du dich als Spieler ein? In welcher Hinsicht? Ja, bist du ein Typ, der schnell aufgibt, oder? Ja, kommt auch mal vor, dass ich wirklich, es gab wirklich, das eine Mal erinnere ich mich, wo ich wirklich auf die Uhrzeit geguckt habe und gehofft habe, wann ist das hier zu Ende? Ich bin eigentlich... Du meinst heute? Nein, heute einmal. Ja. Weil ich würde sagen, auch heute. Heute war okay. Habt ihr den Eindruck, ich hatte heute keinen Bock mehr zu spielen? Kurz, als du weg warst, haben wir kurz gequatscht, so. Weil ihr wieder zu lange duschen wart und heute sogar Ärger gekriegt habt. Ja. Also was heißt Ärger? Also, so, ey, was verquatscht ihr euch dort? Ja. Also Daniel ist grundsätzlich ein Typ, der als letztes in die Dusche geht, lange duscht und immer der Letzte, komplett der rausgeht. Ja, guck mal, der eine aus der gegnerischen Mannschaft, der hat, wir haben öfters mal aus Versehen Hand gemacht, die haben heftig geschossen, ja. Dann habe ich
so zusammengezuckt, Hand bekommen, die haben zwei Elfmeter bekommen auch. Und dann hat ein Spieler ständig gesagt, ja, schon wieder Hand hier, schon wieder Hand und so weiter, Ja, ne? ja. Was auch okay war, das hätte mich wahrscheinlich auch genervt. Aber irgendwann warst du so ein bisschen angefressen davon, Ja. Ja, sozusagen, ich habe provoziert. und dann hast du irgendwie nochmal extra provoziert. Ich habe auch hart gelacht. Ich habe auch heftig gelacht, weil der Ball kam an meine Hand aus Versehen Ja. und die Person war richtig angepisst davon. Und das hat mich so zum Lachen gebracht. Ja. Und dann lache ich der Person auch ins Gesicht. Ja, diese Person weiß auch ganz genau, dass sie gerade gemeint ist. Ja, Oh Mann. safe. Okay. Ja. Wir haben dich schrecklich lieb, wirklich schrecklich lieb. Nein, eigentlich nicht. Grüße an Herbert. Grüße an Herbert. Jetzt haben wir es gesagt. Das ist der Name. Herbert, du bist es. Aber ich meine, weißt du, und dann hat Ja. irgendwann mal die Stimmung so gekippt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, Ja, da ging irgendwie es bei dir runter bei auch. uns. Und dann, ja, gut, läuft man nicht mehr hinterher. Und dann, weiß ich nicht, war ich auch in meinem Modus so ein bisschen so. Ich versuche immer noch, wie gesagt, komm weiter, positiv bleiben. Aber ja, Das schon. trotzdem ist bei mir immer aufgefallen, ich will immer so sehr den Frieden haben oder keine Ahnung, dass es nicht runtergeht mit der Stimmung, dass ich mich, oh, weiß nicht, in den Arsch krieche, den allen irgendwie so ein bisschen Ja, so. So, Entschuldigung und so. Entschuldigung, sorry, sorry. Ja, stimmt, du hast recht. Das nervt mich an mich selbst. Ja. So, warum hast du dich schon wieder entschuldigt? Viel zu freundlich. Ich muss mir selbst sagen, hör auf, dich ständig zu entschuldigen. Du hast Einfach ja mal auch ein den Mund ähnliches halten. Problem sozusagen, so weißt du? Und ja, weil ich denke, ich habe immer recht. Ich denke, ich Bist habe. Lehrer, du bist gewohnt aus deinem Job. Aber auch von der Persönlichkeit. So, ich zähle halt immer auch die Tore mit. Ich weiß immer den Spielstand irgendwie. Und wenn ein anderer dann sagt, so, ne, steht so, ich meine, und dann sage ich trotzdem, ja, du hast wahrscheinlich recht, aber in Wirklichkeit denke ich, nein, nein, ich habe recht. Krass. Das, ne, ambivalent. Passt, oder? Also, du gibst dem anderen recht. Aber wahrscheinlich wegen Harmonie. Aber Ja. innerlich denkst du, ja, ich weiß, ich habe recht. Ich weiß auch, dass ich mich manchmal wirklich vertue, aber dann sage ich Ja. es auch immer sofort. Weißt du? Ja. Immer so Ehrlichkeit über alles oder so. Aber mich nervt es halt einfach, dieses Entschuldigen immer. Obwohl, haben wir doch gelernt, als Christ muss Ja. man immer so demütig und so, ne? Weiß ich nicht. Haben wir das gelernt? Also, jedenfalls Ja, ich glaube schon. in meiner Prägung irgendwie schon. Aber ich mag es auch. Also wenn es alles zu freundlich ist und so 10 nette Jungs da haben. Was ist ein Krampf? Ja, wir haben über 90 Minuten gespielt und ab 90 Minuten wisst ihr ja bei Fußball dann, Den fangen fang die sorry, Krämpfe an. sage So, super Beispiel. So. Wieder Oh super. Mann. Okay, Paul, Sag mal deinen Satz dazu. kommst Ich du habe jetzt eh klar? nicht zugehört. Ja, jetzt wieder gut. Na gut. Also wenn 10 nette Jungs da Ja, spielen und ja. alle streicheln sich und haben sich Ja, lieb und so, ja. langweilig. Langweilig. Ja. Da muss ein bisschen Feuer rein. Auf jeden Fall, Wenn Ehrgeiz ist schon eine gute Sache, aber trotzdem Konkurrenz, im gesunden Maß. ja, natürlich, wenn es eklig wird, aufs Persönliche geht, ist noch was anderes. Aber so ein bisschen so sich necken, auch mal einen Spruch so indirekt reinballern, das ist schon nice. Ja, bist du richtig gut drin. Ja. Ja, okay. Gut. Also, schließen wir ab, glaube ich, ne? Sind wir rausgepowert. Fußball, ich meine, Genau. so viele Typen haben wir nicht Wir genannt. wollten jetzt noch ein Aber bisschen. warte, ganz kurz vielleicht nochmal zu diesem Fußball-Ding. Weil ich glaube, Leute, die nicht Fußball spielen oder nicht diesen Modus spielen, den wir machen, auf Kleinfeld und eine Stunde durchgehend intensives Fußball spielen, intensiv sich konzentrieren auf eine Sache. Die denken, naja, so, ach, haben sie da wieder ihren Spaß, Larifari. Aber ich finde, das ist schon krass, wie du einfach in deiner eigenen Welt bist für diese eine Stunde in der Woche. Was da abgeht in dieser einen Stunde, Ja. wie intensiv das ist, wie du dich konzentrieren musst und wie du in dieser einen Stunde alles vergisst, was in deinem Ja. Alltag abgeht. Ich habe das Gefühl, manchmal
weißt du was ich, der hat wahrscheinlich zu Hause einen beschissenen Tag gehabt und Ja. hier, weiß nicht, kommt da rein mit all seinen Ja. Gefühlen, mit all dem, was er an diesem Tag erlebt hat und rastet irgendwie komplett aus. Und hier darfst du einfach irgendwie so, weiß nicht, so ein Safe Raum, hier darf ich einfach mal ein A-Punkt sein, sage ich mal, ne? So Bisschen Ventil so ja, zum. so ein bisschen so wie wenn du im Auto fährst, wo du auch, weiß nicht, wenn du im normalen Raum bist mit auch Fremden oder so, du würdest ja nie Willst du zu dich dem sagen, benehmen? dich so krass aufregen, aber im Auto, was hier, fahr doch mal, ey, du, keine Ja. Ahnung, wie heftig Ja, man ich da glaube flucht auch und ganz alles. anders, ja, genau. Was? Ich sage, da verwendest du wahrscheinlich ganz andere Begriffe als. Ja, also ich meine, weißt du, das ist auch so ein Raum im Ist ja ein, Auto. auch ein kinderfreundlicher Podcast, Ja, stehen auf wir jeden als Fall sollen ja auch Familie irgendwann unsere Kinder hören. zusammen, genau. Und beim Fußballspielen irgendwie auch. Dass du irgendwie so, keine Ahnung, bist du beim Fußballspielen so, wie du wirklich bist? Oder du Das ist bist echt eine interessante Frage. irgendwie, ne? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube allgemein, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Fußball, aber ich hatte das ja auch vorhin schon erwähnt, das Spiel an sich. Ja. Das Spielen, ich spiele sehr gerne auch Gesellschaftsspiele und so, ne? Also jetzt auch nicht nur im Kontext Arbeit, sondern auch irgendwie mit Freunden, ja, veranstalte immer wieder irgendwie so kleine Abenden. Und denke, dass sich da sehr, sehr, sehr viel zeigt vom Charakter, wie Ja. man drauf ist. Und ich glaube, Fußball, das kannst du eigentlich nicht wirklich verstecken. Also du kannst es bis zu einem gewissen Grad verstecken und immer wieder sagen so, okay, so ich halte mich zurück, ich halte mich zurück. Aber meistens kommt es in der Stresssituation, wenn man irgendwie vielleicht gerade so wie wir heute, ne, erstmal vor 4 Punkte vor hatten wir waren wir in Vier Tore Führung. vor, So, und dann am Ende waren wir 8 Punkte zurück. Das heißt, ne, ja. das ging dann so rapide los. Und dann hast du eigentlich so diesen Stressmoment und dann zeigt sich dein Charakter. Also ich Ja. glaube, in den meisten Fällen heißt aber jetzt nicht grundsätzlich, dass einer, der super ehrgeizig ist und dann irgendwie, keine Ahnung, da anfängt ja, zu provozieren oder so, oder sowas, dass das irgendwie dann ein schlechter Mensch ist. Das würde ich jetzt nicht behaupten, Nein, ne? schlechter Mensch nicht. Nein, Ehrgeiz ist ja auch nicht unbedingt schlecht, Nee, so genau, gesehen. da würde ich jetzt wirklich nochmal unterscheiden. Aber trotzdem merke ich, dass das manchmal Parallelen im Leben hat, also es Parallelen im Leben gibt. So wie du auf dem Feld bist, zeigt auch irgendwie ja ein wenig von deiner Ja, bei Persönlichkeit. mir Auf jeden absolut. Das kann Fall. ich definitiv bestätigen. Und Ja. genau, jetzt nicht nur beim Fußball, sondern ich glaube wirklich auch beim Spiel. Wie Ja. kann man verlieren? Ne? Bin ich ein guter Verlierer oder bin ich. Ich meine, man kann ja auch ein guter Verlierer sein, obwohl man ehrgeizig war. Also, ne? Ich meine, wir unter Brüder, ihr kennt das sehr krass. Das ist so oft der Fall. Wir betteln uns gegenseitig. Das ist einfach, ne, von Kind auf der Fall gewesen. Und auch wenn wir nicht den ersten Platz machen, dann geht es darum, wer ist besser zwischen uns beiden. Also immer dieses Ja. diese Co Competition so, ne, quasi. Also Irgendwie doch einen Sieg zu Ja, erlangen, genau. obwohl Es ist man mir nicht völlig Erster egal. ist. Hauptsache vor Paul. Ja. Ne? Und das Es auch ist auszusprechen. ja, auf jeden Fall. Aber andererseits, ich Es kommt glaube auch, ist dir zu gönnen, oder? ja, also es kommt auf die Spiele drauf an. Bei manchen Spielen mehr als bei anderen. Ja. Bei einigen Spielen, wo so offensichtlich ist, okay, da ist er sowieso besser. Ja, okay. Ne? Aber weißt du was ich, bei irgendwelchen Brettspielen oder so, Risiko oder Kuhhandel, Ja, ich weiß was aber ich. von wo kommt das? Ist das so, weil ich der jüngere Bruder war und dann irgendwie so mich behaupten will, wollte, immer? Ja, aber ich will ja auch immer besser sein als du und ich bin ja, weiß ich nicht. Ja, oder ist das einfach irgendwie so Ich Mensch? glaube, das ist so ein Männerding. Ich glaube, das ist so ein Ja? Männerding. Ja, weil ist meine Beobachtung, wenn Mädels, Frauen zusammen spielen, bloß nicht irgendwie irgendwas, wo wir hier in eine Diskussion kommen oder so. Alles gut. Lass uns Spiele spielen, wo, also meine Beobachtung, das sind oft Spiele, die spielen, die irgendwie so jeder macht sein Ding. Oder Jeder macht seine kooperativ, ne? Kreuze, jeder macht ist in seinem Modus und man kann sich dabei unterhalten. So, wir haben Gemeinschaft und spielen dabei was. Aber es geht ja nicht darum, irgendwen fertig zu machen. Aber wenn,
Männer spielen eher die, ich spreche jetzt von Tendenz, eher so Risiko, ich zerstöre dich, ich lösche dich aus. Ja, und es ist auch, wenn du sogar mit fremden Leuten spielst, also ist bei mir zumindest so, ich sehe sofort meinen Gegner. Ich sehe sofort jemanden, der irgendwie Der ähnlich mir ist. ebenbürtig ist oder so, Ja, irgendwie mit dem so. messe ich mich dann Ja, oder so. Ne? genau. Ja, aber klar, also wenn du sagst, Tendenzen kann schon sein vielleicht, aber klar, ne, kommt natürlich dann immer voll auf den Charakter der Frau Ja, an und so Charakter weiter. kommt Ne? nochmal Man rein guckt ja die und. Fußballerinnen beim an oder so bei der WM, was Klar. auch immer. Ne? Die sind auch extrem Wir ehrgeizig. wollen hier nicht Man pauschalisieren. genau. Naja, aber Wir sind zwar Russlanddeutsche, aber wir können auch total differenziert absolut. die Dinge Wie betrachten. nennt sich das? Testosteron gesteuert oder irgendwie so? Nee, das sind wir auf gar keinen Fall. Es Nee. reicht nicht nach dem Fußball. Ja, nee, aber spielen, genau, ist ein interessantes Thema. Das ist ein Dauergrinsen. Freust du dich? Ich freue mich. Oh, jetzt kommt wieder irgendein Daniel, Gesülze. Jetzt kommt ein Gesülze wieder. ja, ich sülze wir lieber nicht. hatten einen krassen Wettkampf beim Tischtennis. Ja. Beim Fußball habe ich nicht Weil so ihr beide gedeftet. gut seid im Tischtennis, ne? Das wisst ihr auch. Ja, Er würde behaupten, er ist besser, aber eigentlich bin ich besser. Ja. also beim Tischtennis bin ich safe besser. Aber beim Ganz soll Fußball, ich ehrlich sagen, ich finde auch, dass du besser bist als Paul. das weiß er auch selber. Das weiß er auch selber. Aber Auweia, auweia. beim Fußball, wir haben uns, Fußball, beim Fußball ist Daniel besser. das will ich auch sagen, ja. Ja. Also, was insgesamt Laufen und Einsatz angeht, bist du schon krass, Paul. Aber da ist nochmal so diese, ne, vom Spiel her, das zu erkennen, den Ball nicht einfach nach vorne ballern durchgehend, Ja, klar. Mehr macht er schon gut. Spielverständnis auch. Ey, ich Spielverständnis, ja. spiele Fußball. Ich habe früher in der Jugend, Jugend heißt in der Jugend, in der In deinen jungen Jahren. Christengemeinde, in der Jugend, so meine ich das. Wenn wir da mal Fußball gespielt oder in die Halle gefahren sind zur Schule, immer jeden Freitag oder so war das immer Ja. damals. Ich weiß nicht, ist heute auch noch, glaube ich, so da. Ich habe da nie Fußball gespielt, ich war immer der Volleyballer. Interessant, ne? Volleyball ist sowieso, ist ja irgendwie vom CVJM erfunden worden, ne? Echt? Habe ich mal so gelesen, Wirklich? irgendwie so. Bin ich mir ziemlich, ja, weiß ich. Bei Wikipedia habe ich das Ja. mal gelesen. Das ist irgendein Christ, der gesagt hat, beim Fußball, da weiß ich nicht, das ist immer so gegeneinander und alles. Und beim Volleyball ist irgendwie als Team und das ist nicht, sind nicht so viele Berührungen. Und du hast ja keine Berührungen mit dem Gegner. Ja, genau. Du Ne? gibst nur den Ball rüber. Ja, so. Ist irgendwie so ein bisschen humaner, keine Ahnung, irgendwie so. Ist das das Okay. richtige Wort? Wahrscheinlich nicht. Interessant. Ja. Ja, Und dein Handy, wo da ist habe ich das? immer Brauchst Volleyball du nicht googeln, ich gespielt. weiß, das Ne? stimmt. In welchem Jahr und so ein bisschen, weißt du? Ja, egal. Ihr könnt ja weiterreden, ich drop gleich die Infos rein. Also, wie gesagt, das wurde so, und da war ich immer eher der Volleyballer. Fußball habe ich erst ganz spät angefangen. Aber jetzt, ja, Fußball ist auch irgendwie so das Problem. Irgendwie verletzt man sich jedes Mal irgendwie. Boah, Also, heute habe ich auf die Knochen wir sind irgendwie, gekriegt. keiner von uns ist im Verein oder sowas. Nee, genau, das müssen wir Wir dazu sind sagen. voll. Aber wir sind richtig gut. Also ich glaube wirklich so, wir könnten, wenn wir wollen würden. Ja, wenn wir Also, wollen würden, dann. nein, ich glaube sogar das nicht. Nur Ja. was Fußball angeht, bei mir auch super spät. Hat aber was damit zu tun, dass es ein Volkssport. Das macht jeder. Und ich meine, allgemein liebe ich es, im Team zu spielen. Ich mag nicht individuellen Sport. Also so laufen, das mache ich irgendwie eine Woche. Und dann fehlt mir auch irgendwann mal die Disziplin Ja, wobei wieder. Tischtennis oder so, da bist du ja auch alleine. Ja, da hast du Na, aber da hast jeden. du trotzdem einen Gegner. Also beim Laufen ist ja Also ihr wirklich geht jetzt jetzt zum nicht Beispiel, ne? So, Touren aber da. trotzdem, ich liebe eigentlich Ja. Teamsport. Und da gab es gar nicht so viele Alternativen. Also ja, Volleyball, das stimmt. Und da gibt es auch nochmal andere Sportarten, aber. Natürlich, 1000 Stück, aber die sind hier nicht so prominent, dass sie hier so unbedingt Ja, so genau. heftig gemacht werden. Ne? Ja. Also Badminton mag ich auch noch sehr gerne. Badminton ist cool. Ja. Eigentlich Und vieles, aber man hat nicht so die Zeit, ne? Alles. Mein Badmintonschläger, der hängt immer noch unbenutzt so ein Geburtstagsgeschenk, bei ne? mir. Ja. Vor 2 Wirklich Jahren. jetzt, ne? Wirklich? Das ist Ey. fast ein Jahr her, dass der da hängt. Ein Noch Jahr, nicht nicht zwei. So einmal habe spielen. ich seitdem So gespielt. spielen, ich hab Bock. 10 Monate.
Ja, ist eigentlich ja eher so Winter. Also ich weiß, die letzten Jahre war das immer so, im Winter haben Ja. wir Badminton gespielt. Aber wir haben durchgezogen jetzt mit Fußball, ne? Ja. Komplett. Naja. Hat es Naja. doch mehr Spaß gemacht. Gut, und jetzt kommt bald Spiken. Spiken. Das ist so mein liebster Sport. Lass uns Volleyball noch kurz, Ja, hast du da was bevor du ein rausgekriegt? paar Worte über Spiken Nee, sagst. muss ich jetzt, glaube Aber ich, so ein gar nicht bisschen sagen. so, du hast ja ein paar Okay, Ideen ich mache über gleich einen Spiken. Sport, berühmter als er Begeister schon mal die ist. Leute für Spikeball. Ja. Sag mal, was du findest du an Okay, aber erst Spikeball bist du dran. so gut? Ich lese mal kurz über Volleyball. Ist eine olympische Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele. Zwei Mannschaften mit jeweils sechs bla 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 bla. Ziel des Spiels ist es, okay, das muss ich jetzt niemandem hier erzählen. Mir geht es eher doch um die Geschichte hier, Mensch. Volleyball entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Die Sportart wird mittlerweile weltweit betrieben. Ach was, der Weltverband umfasst. Okay, jetzt wird es wieder langweilig. Aber hier steht nichts von CVJM, Doch, okay. doch. In den frühen Jahrzehnten dominiert, wahrscheinlich haben die das bekannt gemacht, oder? Kann das sein? Nein, die haben es sogar erfunden. Kommt CVJM aus USA? Nee, ich glaube nicht. Doch, das heißt dann noch nicht CVJM. Youth with One USA, Mission. CVJM. YMCA? Das kommt auch aus Ja, USA. ist das Ja. nicht das? Ja, das kommt auch aus USA. Okay. Okay, sag mal, Spikeball. Kennen vielleicht auch nicht alle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle Zuhörer wissen, was das ist. Okay. Was ganz Neues. Vor einigen Jahren war ich in Kalifornien und habe das am Strand gesehen. Oh, das ist eine Das ist krasse wirklich Story. schon, Der Anfang ist krass. So ey, von das der ist Story wirklich her. schon über 10 Jahre her. I was in 15 würde ich fast sagen. California. Ja, höchstwahrscheinlich. Ist ja auch aus Amerika. Das ist ein Auf deiner Trendsport, aber wird immer Harley-Davidson. größer. Wird sogar wirklich schon im Turniermodus gespielt und so. Im Endeffekt Volleyball, also ist auch ein Aufschlagssport, wie sagst du, Rückschlagsport? Rückschlagsport. Ja, also dass du im Endeffekt den Ball hebst und dann aufs Feld bringst. Du hast in der Mitte so eine Art Trampolin. Das sieht wie ein Trampolin aus. So ein Mini-Trampolin, Genau, wenn ne? Kinder in der Nähe sind, muss man denen das verbieten, da drauf zu springen, weil das Ding direkt kaputt ist. Naja. Auf jeden Fall spielt man 2 gegen 2 und kannst du überall spielen. Spielst in der Halle, kannst auf eine Wiese mitnehmen. Sand macht extrem Spaß, Ganz wenn du kurz noch, irgendwie. also man haut den Ball auf das Netz, Ja. der Also, springt wieder hoch. kleiner Ball. Genau, kleiner Ball. Und der Gegner muss dann den wieder aufs Netz bringen Genau, und so zwei geht es Leute hin und stehen sich her. gegenüber, die spielen im Team, aber es ist trotzdem variabel, wo man steht. Und du kannst. Also vier Personen. Der wird eher mit vier Personen Zwei gegen gespielt. zwei. Nicht eher, Zwei gegen sondern ist zwei. gesetzt Ja, okay. quasi. Nicht quasi, ist gesetzt. Und ja, du hast halt den Aufschlag, dann nimmt jemand an und dann hast du maximal 3 Berührungen. Also der dritte muss definitiv zum Angriff führen. Du kannst aber auch den ersten schon zum Angriff führen oder auch den zweiten. Und so versuchst du halt ja, die Punkte zu erzielen. Also Ja. macht herbe Spaß. Wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall ein Turnier starten. Sind jetzt auch schon dran. Wir haben uns so ein Ziel gesetzt. Mindestens 20 Mannschaften. Vielleicht werden es sogar Krass. mehr. Haben auch jetzt schon ja, ein Feld mehr oder weniger angefragt. Ja, schauen, ob das was wird. Also das wollen wir wirklich irgendwie umsetzen, damit das ja, auch vielleicht bekannter wird. Und dass man da irgendwie ja, diesen Sport ein bisschen größer macht. Also meine Prognose ist, dass Daniel in ein paar Jahren, wenn du durchziehst, der größte Spikeball-Organisator der Deutschlands bist. Ja, nehme ich an. Nehme Live ich your an. life, live your Ja, dreams. bei YouTube gibt es schon ein paar richtig coole Videos, wie die so zocken, ne? Die Krassen spielen Profis, schon, ne? ja, Ja. schon so gut. Aber Aber die Daniel kann Jungs gut sind auch schon nicht organisieren. schlecht. Aber Die, Daniel kann die, gut organisieren. die. Ja, das stimmt. Leute zusammenbringen. Ja. Ey, wollt ihr noch so ein bisschen irgendwie über Spiele reden? Habt ihr vielleicht irgendwie so ein. Jetzt hast du schon so dieses Spiel, also Spikeball ist ja jetzt nicht ein Spiel, aber so, ja doch. Aber habt ihr vielleicht irgendwie noch so eine Empfehlung von so einem Brettspiel oder so? Wo es auch so sehr irgendwie vielleicht um Wettkampf geht oder auch nicht? Da vielleicht eine Empfehlung? Also ich persönlich mag gern Spiele, die länger gehen. Also die so wirklich stundenlang mit Strategie und so in die Okay, aber Nacht nicht rein. tagelang, ne? Du meinst jetzt stundenlang. Weil es Ja, gibt auch. tagelang gibt es auch diese, wie heißen diese? Ja,
Weiß ich nicht. Du meinst ja die baust du erstmal 3 Stunden auf. Ja, ja. Dann erklärst du 4 Stunden. Dann triffst du dich am nächsten Tag, um anzufangen. Dungeon and Dragon, glaube ich. Genau, genau, dieses. Das meine ich. Habe ich noch nie gespielt, aber soll heftig lang. Ja, wo du deinen eigenen Charakter irgendwie auch aufbaust und so. Also, ich. Würde mir vielleicht gefallen, tatsächlich. Kann sein. Ich habe es noch nie gespielt. Mhm. Aber sowas wie Risiko, Poker, Siedler von Catan. Alles, was so ein bisschen länger ist. Klassiker, ne? So, schon ältere Dinger, so, ne? Ja, genau. Mhm. Das, da bin ich eher der Typ. Also nicht so diese Legretto-Dinger, nicht diese schnellen Spiele, die total intensiv sind, wo du dann irgendwo auf irgendwas drauf kloppen musst, weil du Erster bist oder so. Da bin ich ciao, wirklich. Mach mir gar keinen Bock. Ist das nochmal, wo du auf so eine Glocke bam, ja, draufhauen musst. Ja, ja. Kinderspiel, nee. Ne? Ja, ich meine. Was seid ihr so Typen? Halligalli heißt das, so. Ja, aber Ligretto auch irgendwie. Ja, dann Ligretto musst du auf irgendwas auch, da ja, ja. Immer 4 Karten. Ja, ja. Ja, ja. Das mag ich auch nicht unbedingt so sehr. Ich bin auch eher so der, ja, jetzt nicht diese heftig langen Spiele, aber Siedler von Catan mag ich auch sehr gerne. Aber nicht mit der Rittererweiterung. ja. Also, ich habe ein cooles neues Spiel jetzt bekommen. Ja, 5 Minuten noch. Alter, ich habe so, oder war das jetzt noch weniger als 5 Minuten? Egal, wollte man nicht ansprechen. Ja, hast du schon. Egal. Ey, kurz noch. Wieso bringt man den Leuten einfach eigentlich irgendwas bei? So, weißt du, so ganz heimlich zeige ich hier 5 Minuten und Paul. Meine, das Spiel, das ich meine, ist irgendwie, das heißt Meine Macken und ich, irgendwie so heißt das. Mhm. Das ist ein cooles Spiel. Und sowas mag ich zum Beispiel auch gerne. So kooperative Spiele nennt man das, glaube ich. Also wo man irgendwie gemeinsam... Wo man sich kennenlernt. Ja, es heißt jetzt aber nicht, dass ich nur kooperative Spiele mag. Ich mag auch, ja, auch Wettkampfsachen. Ich mag Dogs oder so. Das ist auch so ein Mensch ärgere dich nicht Spiel. Er ist keine Lusche. Er ist keine Lusche. Wie bitte? Ja, ich habe gerade eben einfach dich beleidigt. Ach so, obwohl ich dich... Eigentlich dieses Jahr wollte ich keinen beleidigen. Ich bin jetzt 35 und dieses alles Jahr... Alles gut. Okay, tut mir leid. Ja, da noch eine Empfehlung vielleicht von dir... Worauf du so, was du so magst. Ich habe sehr viele Spiele, es gab sogar Zeiten, wo ich jeden Monat ein neues Spiel gekauft habe. Daher, ich habe echt einen vollen Schrank und habe, glaube ich, echt einige Empfehlungen. Aber das wäre too big jetzt. Ne? Ja, ja, muss man jetzt nicht. Aber ich sage trotzdem, was Spiele finde ich richtig, also weswegen ich Spiele mag, ich verwende das auch ganz oft, also was heißt oft? Immer wieder mal in der Jugendhilfe, wenn ich denn die Leute dazu motiviert kriege, also die Jugendlichen. Im Spiel kannst du ganz viel einmal über jemanden herausfinden und darauf reagieren. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, hast du entweder ja manchmal Kooperation, ne, wenn du irgendwie im Team spielst oder wenn du auch irgendwie alleine spielst, aber trotzdem, dass man irgendwie da fair bleibt, dass man irgendwie ja auch Niederlagen einsteckt, ne? Also auch wenn es immer kleine Niederlagen sind, aber trotzdem kannst du das ganz... Das macht das mit dir, ne? Ja, kannst du ganz schnell im Endeffekt da mal einen Spruch lassen oder sowas so. Ey, also im Endeffekt erzieherisch, pädagogisch direkt eingehen auf die eine oder andere Sache und ich finde, das ist eine coole Sache. Und Werte vermitteln. Ne? Ja. Und ich meine, auch für mich persönlich, ich merke in Spielen ganz oft, Alter, was passiert denn da gerade jetzt mit mir? Ich meine, jetzt nicht nur der Ehrgeiz, sondern dass ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, so plötzlich den Typen nicht mag oder so. Ich meine, was heißt nicht mag, aber es ist du kannst so ganz schön heftig fies da auch manchmal sein bei manchen Spielen, ne? Ja, ja. Richtig krass. Zeigt sich schon. Genau, mal. Oder ich meine so Regeln. Wie krass hält man sich an Regeln und so weiter. Das sind ein Spiel hat immer Regeln. Ja. Bedeutet ja, hey, das ist wie interpretiert Regeln. Man diese Regeln? Und einige sind dann so heftige Regel-Einhalter. Ja. Das ist dann voll unangenehm. Ja, aber ey, für die anderen. Manchmal schon. Für die anderen. Wenn man sie übertreibt, so, ne? Ja. Und ist es halt so, ne? Manchmal ärgert sich der eine oder andere extrem über dich. Und ist das so, ey, das ist die Regel, okay? Die hat. Ja. Also, so, wieso machen wir das jetzt so? Ja, weil das die Regel ist. Mhm. Und ich bin wirklich sehr bewusst und oft nicht so zurückhaltend. Sondern ich hau immer alles raus. Ich sage mal, ich gewinne dich.
Ja, und ich gebe mir dann auch richtig Mühe Provozieren, und ne? Ja. dann gibt es auch kein Mag ich Pardon, auch. okay? Wenn ich, ne, jetzt, Mensch, ärgere dich als klassisches Spiel, wenn ich dich schlagen kann, dann werde ich dich schlagen, okay? Und Ja, dann werde ich nicht ja. hier so dieses, oh, ja, Harmonie okay, bitte. ja, Nee, genau. ciao. La, Ja, lass auf mich in gar Ruhe keinen damit. Fall. Nein? Du Du prüfst die Frustrationstoleranz beim anderen. ja. Ich weiß, Aufs gerade bei Äußerste. diesem Klassiker, ich habe da, wo ich gemerkt habe, ich bin am Verlieren, so das Spiel umgehauen. Gab ein paar Situationen damals. So, ne? Ja, aber. Mir wurde auch mal eine Figur an den Kopf geworfen. Ja. Obwohl ich wirklich nur das gemacht habe, was im Spiel erlaubt ist. Ja, Aber aber wenn du das irgendwie in so einer Situation dann machst, ne? es war so hart provokant, es war so hart, ja, es war zu hart. Wir sprachen über Spiele spielen und du hattest gesagt, du lässt jemanden nicht extra gewinnen oder so, sondern du ziehst voll durch. Und hast gesagt, ja, wie groß ist die Frustrationstoleranz bei den Kindern vielleicht auch oder auch bei Erwachsenen, ne? Das ist ja total spannend, irgendwie die Leute so zu beobachten beim Spiel oder sich selbst zu reflektieren. Ich habe so den Gedanken gehabt, so ein Bewerbungsgespräch. Einfach so die Bewerber, so jetzt spielt hier mal das Spiel. Weiß nicht, und los geht's. Aber das ist natürlich dann nicht das Gibt real es Ding so, tatsächlich? ne? Doch, gibt es tatsächlich. Gibt es schon. Nennt Gibt es sich schon. Assessment Center. Okay. Da müssen ja so gewisse, so Projektmäßig, ich bin nie in einem gewesen, aber so projektmäßig müssen die dann Dinge. Du warst dort. Ja, dann erzähl doch du. Ja, ich meine, ich glaube, ich habe so oder so schon viel Redeanteil in Ja. dieser Folge. Mach. Okay, also ja, ich war mal, ich hatte mich bei der Polizei beworben und da war ich in so einem Assessment Center. Ich glaube, zweimal sogar. Also ich bin kein Polizist. Ich habe es nicht geschafft. Nee, genau, da wurde spielerisch zum Teil, also du hast Aufgaben gekriegt, aber da ging es um Rollenspiele, ne? Also du hast irgendeine Rolle bekommen und dann hat dir halt ein Gegenüber dann halt Fragen gestellt, du wurdest irgendwie noch in Stresssituationen gebracht, du hattest noch so andere Aufgaben zu erledigen, dann musstest du aber auch noch mit ihm quatschen und naja, das Ganze wurde dann ausgewertet. Das hatte schon was vom Spiel, ne? Ja, ich meine, ne, dass Ja. man da so sehen kann, okay, wie jemand so drauf ist irgendwie. Wir hatten gesagt, beim Fußballspielen, aber auch bei so normalen Spielen, dass das so deutlich wird, ne? Jemand hat mal gesagt, also keine Ahnung, du bist nicht du selbst, wenn du nicht gegessen hast. Ich sage, du bist du selbst, wenn du nicht gegessen hast. Sozusagen, weißt du, so. Du meinst, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, meinst du diesen Satz? Ich zitiere oft falsch, aber so vom Sinn her muss es passen. Ja. Typisch Russlanddeutsch. Egal. Ja, also, Bewerbungsgespräch, ich dachte, das könnte man mal machen, so. Ja, ist spannend. Ist so oder so. Also ich habe schon ein paar Bewerbungsgespräche gehabt und ich glaube, ich war immer recht gut drin, weil ich fast immer auch irgendwie die Stelle bekommen habe. Aber das hat auch noch andere Gründe. Aber ich glaube, Bewerbungsgespräche, da steckt voll viel hinter. Also da könntest du richtig coole Sachen machen. Also wie irgendwie so, ja, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Oder du hast das ja mal erzählt. Ja, erzählen Sie mal einen Witz. Und du hast dann keinen Witz auf Lager. Das kam Hast echt die vor. Stelle dann trotzdem irgendwie Ja? gekriegt, Ja, ne? als Lehrer an einer, weiß nicht, war das eine Gesamtschule, irgendeine. Ja, erzählen Sie doch mal einen Witz. Alter, das Ding war, ich habe noch wirklich parallel ein komplettes Witzebuch gelesen. Aber Diese nicht so. jüdische Witze oder was? Ja. Jüdische Witze. Vielleicht auch Nicht, gut, dass nicht du zu nicht. verwechseln mit Judenwitzen, ne? Ja, Sei ja, ja. ganz Ach klar. so, stimmt, müssen wir ja hier sagen, ne? Hier für alle. So, also sehr, sehr coole Witze, wirklich lustige Sachen. Alter, an dem Moment ist mir nichts eingefallen. Aber weißt du, welchen Witz erzählst du dann? Und anhand des Witzes, den du erzählst, merken die, ah, so ist der drauf. Das kommt Ja, ihm als die erstes in den deuten Sinn. zu viel daraus, Manchmal deutet oder? man auch zu viel. Ja, aber ich finde trotzdem Es ist eigentlich trotzdem eine das, interessante Frage, ja, ne?
Muss ich sagen, als du mir das erzählt hast, fand ich das ziemlich cool. Ja. So, ich glaube, ich wüsste, welchen Witz ich erzählen aber würde. Erzähle ihn jetzt. Nein, ja. Ich erzähle ihn jetzt nicht, weil es ein perverser Witz ist. Ja, wenn du sowas ja, einfach, das sagt dann schon. Das wieder. Testen die. Nein, das testen die. Und wenn du das dann aussprichst, wissen die, was für eine das ist. Gut, genau, für die Erzieherstelle werden ja, wir super. Sie nicht nehmen, weil ihnen nur perverse Dinge ja, eingehen. Irgendwie über Kinder und... Okay, also mir fallen gleich irgendwelche Chuck Norris-Witze ein, so, ne? Irgendwelche. Aber fragen die, weil die wissen wollen, ob du in dem Moment einfach schnell reagieren kannst? Oder wollen die jetzt wirklich einen Witz hören? Das auch. Weil ich glaube, es steckt schon eher mehr dahinter als jetzt nur der Witz. Was? Welchen Witz erzählst du? Das weil sagt du, schon was über dich aus? Ja. Fällt dir sofort ein. Wie erzählst du den Witz? Erzählst du den witzig? Okay, das kann wirklich lustig? Sehr. Weil ich kann Witze irgendwie gar nicht erzählen. Stell dir vor, du bringst da so einen Kracher. Und die kriegen alle einen Lachflash. Also, nee, wir nehmen dich Alter. Nicht. Wir nehmen dich nicht. Der ist so flach. Der ist so flach. Und alle sitzen. Und es ist so eine peinliche Stille. Und man denkt, den hat er nicht wirklich gebracht, oder? So ein Babywitz, weißt du so. Und er, der ihn erzählt hat. Der ihn erzählt hat. Ja, so ein Babywitz hat er. Ja, so ein Flachwitz. Also so irgendwie so richtig. Und der alleine lacht sich kaputt darüber. Und so richtig peinlich. Ja, ich fand meine, den das, gut. Es sagt was über dich doch aus. Voll. Ne? Und wenn dir nichts einfällt, sagt das auch was aus. Verdammt, ich habe die jetzt, Stelle nicht bekommen. Ja, aber überleg mal wirklich, ja. Du bist so ein cooler Dude, dir fällt so ein Hammerwitz ein und du erzählst den auch richtig gut und die kriegen den Lachflash ihres Lebens. Diese zwei, drei Kollegen, die dich dann da befragen. Und sie haben die Stelle. Alter, ja, die können nicht mehr. Es ist wirklich eigentlich nicht mehr möglich. Weil der eine liegt auf dem Boden, kann nicht mehr. Der eine liegt über dem Tisch. Die Tränen. Und du sitzt da und denkst, okay, wie geht's jetzt weiter? Okay. Also, wir hatten ja über dieses Bewerbungsding gesprochen, was man da alles mit reinbringen kann. Finde ich wirklich cool. Also jetzt der Witz. Einmal kurz zusammengefasst. Es ist ja einmal, wie du ihn erzählst. Kannst du ihn überhaupt spontan erzählen? Was für ein Witz. Also, ist du lustig? Da steckt so viel hinter, wo du wirklich auch feststellen kannst. Und ich meine gerade im Personalmanagement, ja. die sind schon auch gut geschult. Die können Menschen lesen. Ja. So, lohnt es sich, diesen Typen einzustellen? Das kannst du an einem Witz jetzt nicht immer festmachen. Nein, glaube ich. Das Ding schon ist, schwierig guck mal, auch, ja. Also, ja, die können einen gut lesen und so weiter, aber ich merke so bei mir, ich werde oft unterschätzt. Mhm. Irgendwie. Ja. Du meinst gerade, was Humor angeht. Das auch, das werdet ihr auch merken. Nein, also was vieles angeht. Ja, das ist so ein stilles Mäuschen oder so, keine Ahnung. Ja, war ich auch noch früher viel mehr. Und dann einmal saß man mit Lehrern, ich wurde an einer anderen Stelle dann genommen. Und dann waren wir mit Kollegen, Kolleginnen unterwegs. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe hinten so ein auf dem Rücken ein Tattoo, so ein Drachen-Tattoo. Die haben mir das geglaubt. Weil ich sonst nie irgendwie was gesagt habe oder so. Ne? Ich so, das Tier, überhaupt keiner lacht. Das merkt man einfach, dass die mich komplett nicht kennen. Ja, ja, die können dich nicht einschätzen. Die gar nicht einschätzen und dachten, oh wow, harter Kerl. Ja, oder komisch oder so, weißt du? Ich weiß es nicht, was sie dann nehmen. Ich so, das war ein Scherz, ne? Aber dass man das überhaupt sagen muss, ne? Ich würde so totlachen, wenn ich das sehen würde, wie er sagt, Leute, das war ein Scherz. Dann haben die so ein bisschen gelacht. Ich so, ach. Alter, die Fresse. Forget it, ey. Ehrlich, forget it. Nachher war ich, also das war nur so eine Vertretungsstelle, hab dann eine Stelle gewechselt und wo ich da war, da war ich irgendwie in so einem Kontext, wo ich viel mehr ich selbst sein konnte. Mm. Da waren auch noch irgendwie andere russlanddeutsche Kollegen irgendwie mit dabei. Alter, wir haben gelacht. Wir hatten so, das war echt eine coole Zeit irgendwie. Und hast du denen dann das Drachen-Tattoo dann noch gezeigt? Wem? Ja, kannst du ja irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn wir dich wirklich... Ich weiß gar nicht genau, ob ich wirklich Drachen gesagt habe. Aber ich habe gesagt, ich habe auf jeden Fall ein Tattoo da, so, ne? So, Ja, bei Humor kommt es ja drauf an, ob du verstanden wirst. So, also du bist ja erst lustig, wenn du
verstanden wirst. Und wenn die dich vielleicht irgendwie auch ein bisschen kennen, irgendwie. Ja, ja, natürlich. So, ne? Guckt uns jetzt irgendein random Typ, so, ja, der uns überhaupt nicht kennt, der wird uns nicht richtig finden. Aber ich meine, das habe ich auch ganz oft so, ein Charakter muss ja auch erst aufgebaut werden. Und das ist ja, ja gerade das, was also entsteht. Leute, die uns jetzt schon kennen, die werden uns vielleicht auch jetzt gerade schon witzig finden. Ja, manche sind, aber derjenige, der uns nicht kennt, der wird uns natürlich nicht witzig finden. Wenn, was sind das für Spackos? Wenn man Spackos so eine Serie auch guckt, man muss irgendwie sich erstmal an diesen Charakter gewöhnen, weißt du was, Brooklyn Nine-Nine oder ja, so, ne? Ja. Ich habe auch am Anfang bei Netflix eine Serie geguckt, ja, war witzig, ne? War witzig schon, auch von Anfang an, irgendwie fand ich den schon gut, mhm, aber so ein bisschen nervig irgendwie dann auch, aber man guckt immer weiter und dann, die haben saugute Charaktere da, finde ich. Ja. Jeder hat so seinen Witz und Captain Holt und Mann, wieso kenne ich die ganzen Namen nicht? Jack. Ja, also. Aber ist ja bei allen Serien so, ne? Der war aber gerade bei. Der Pontius. Wie heißt der? Pontius Bandit oder so? Ja, genau. Ja, also, ich meine, und dann hat man sich so ein bisschen in die Charaktere verliebt und findet die noch viel witziger und viel ja, lustiger, weil man sich die so ein bisschen in die verliebt hat oder irgendwie sowas, ne? Bei The Office, ne? Nochmal so eine Empfehlung. Alter, ich könnte so viele Empfehlungen machen. Ja. Heftig gute Serie. Ja, aber ich meine, genau das ist es. Ich glaube. Und ich, sorry, ganz kurz noch. Ja, ich mag diese Charaktere einfach. Ich, mhm. Die sind mir mega sympathisch. Als wenn es die auch wirklich gäbe, ne? Ja. So, oder auch bei Podcasts, die man dann so hört. Und dann höre ich ständig, keine Ahnung, diesen einen Podcast. Und ich kenne die so gut. Und ich habe die einmal mhm, wirklich getroffen von einem bestimmten Podcast, den ich jetzt im Sinn habe. Ja. Aber die kennen mich doch gar nicht, aber ich kenne die sau gut, weil die so viel über ihr Leben schon erzählt haben und so viel, ne? Parasoziale Beziehung. Ich meine, was ich damit jetzt nur sagen will, ist so, man muss einen irgendwie kennenlernen, lernt uns kennen, ne? Und das. Oder auch nicht, lass es sein. Deabonniert uns jetzt, wenn ihr uns nicht lustet. Alles. Wenn ihr uns jetzt, wirklich, also noch in diesen letzten 80 Minuten oder, wenn, ne, wenn das jetzt ja, theoretisch die zweite Folge sein sollte, hast, ja, wenn du ein bisschen und durchgehalten nicht hast, einmal ein Grinsen hattet, ne, so, ey, Dislike, dann, ja, Hate-Kommentar drunter, deabonnieren, und wir gehen darauf ein, blockieren, den Kanal blockieren und bei YouTube melden. Also, und, ganz verbreiten, dass der nicht gut ist. Genau. wenn ihr berühmt seid, wenn ihr berühmt seid, ne, sprecht über diesen Podcast und sagt, der ist schlecht. Schickt den Link weiter. Also, verbreitet, dass der nicht gut ist, aber verbreitet. Ja. Ja. Aber ich glaube, also zu dem, was du sagst, so, der Charakter wird aufgebaut und wir werden ja auch von Folge zu Folge lockerer. Ich glaube, irgendwann mal sind wir vor der Kamera und sagen so, wir quatschen ja, einfach unter Freunden und dann werden wir uns ja, auch nochmal vielleicht verändern. Vielleicht nicht zu locker? Nein. Vielleicht nicht alles erlauben? Natürlich nicht zu 100%, wie wir irgendwie, wenn wirklich die Kamera aus ist, sind. Mhm. Aber immer mehr. Ja. Und ich glaube, auch erst dann zeigen wir uns. Entfaltet sich das Potenzial, ja, auf jeden das Fall, hier in dieser Runde steckt. Ja, ja, ne? Das, hier Paul haut manchmal so krasse Dinge raus, wo wir uns beide beeiern, ja, bis zum geht nicht mehr. So, und da hoffen wir wirklich, dass auch euch das irgendwann mal passiert, ja, dass Paul ja, irgendwie so erreicht, irgendwas reinwirft, ja, und ihr denkt so, ey, ach ja, du meine, ja. Ich habe irgendwie voll Bock auf weitere Folgen mit euch. Ja, ja, safe. Bock. Und ja, ich würde mal sagen, so, wollen wir zum Ende kommen? Können wir, ne? Ja. Gut, dann. Falscher Kontext. Hey, jetzt erst verstanden. Ich habe jetzt erst okay, verstanden. Haben wir jetzt ein Abschlussritual? Müssen wir uns irgendwie noch überlegen, ne? Haben wir nicht. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass diese ersten 5 Folgen eher thematisch sind. Wir versuchen, Themen reinzubringen. Mhm. Und dann, wenn wir in dem Wochenrhythmus sein werden, dann werden Dinge kommen wie unsere wöchentliche Empfehlung, ne? Sowas mhm, vielleicht. Oder wie war deine Woche, dass man zum Anfang erzählt. Wir ne? wollen ja so oder so vielleicht in den nächsten Folgen über Rituale sprechen. Ja. Und wir brauchen ja auch Rituale für den Podcast, ne? Ja. Die glaube ich, sehr hilfreich sind, um entweder den Einstieg oder den Abschluss irgendwie zu gestalten. Ne? Ja. Schauen wir dann mal. Daher, danke fürs Zuhören.
Ja, und Und morgen gerne wieder oder nächste Woche. bis morgen, würde ich So, sagen. alles klar. Macht's gut, auf Wiedersehen. Peace out. Dir hat es gefallen? Dann abonnier uns doch und über einen Like freuen wir uns auch.